standing play there, actually, from Killefree. Ridiculous back. Yeah, that's a great comeback from Killefree. Oh, no. Killefree, I'm going to LA. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Schocks und ich habe euch ja versprochen, dass es ab dem 4. Januar, also vergangenen Sonntag, wieder einen regelmäßigen wöchentlichen E-Sport-Report gibt. Ich habe es aber leider nicht geschafft, da noch nicht alle Grafiken fertig geworden sind. Und ich verspreche euch aber, sobald alle Grafiken fertig sind, wird es wieder einen regelmäßigen wöchentlichen E-Sport-Report geben. Bis dahin werde ich euch aber hier auf dem Channel mit Infovideos versorgen, mit kurzen Infovideos, wenn es Neuigkeiten gibt, wichtige Neuigkeiten. Ist ja im Endeffekt fast das gleiche, aber ich habe mir halt gesagt, wenn ich einen wöchentlichen, regelmäßigen E-Sport-Report wieder machen sollte, dann möchte ich das anständig machen, möchte ich das auf einer professionellen Ebene machen, so wie ich halt mir das vorstelle einfach. Und ja, was gibt es zu sagen? Es sind ein paar Sachen passiert. Einmal, wer sich noch erinnern kann, Tommy, Epsilon Tommy ist ja Anfang Advanced Warfare, oder nee, Quatsch, ich glaube, es war schon kurz vor der ESWC war es genau, ist ja Tommy von Epsilon zu Vitality gejoint und wurde jetzt aber wieder aus Vitality gedroppt vor in etwa einer Woche, sucht seitdem vergeblich ein Team, hat bisher auch noch keins gefunden und ich bin echt gespannt, was er machen wird. Er ist meiner Meinung nach einer der besten europäischen Spieler. Entweder er wird sich selber was aufbauen oder er wird irgendwie reinjoinen irgendwo und ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden, sobald es da was Neues gibt. Ansonsten, wer es noch mitbekommen hat, Chronix hat bei uns gestern Abend das Team verlassen. Ich will dazu jetzt eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Ich habe da gestern Abend schon einen längeren Facebook-Post dazu geschrieben. Den packe ich euch unten mit in die Beschreibung. Und dann könnt ihr euch das Ganze mal in Ruhe durchlesen, könnt euch eure Meinung bilden und könnt mir dann gerne was dazu in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, wir schauen uns noch ganz kurz die UMG an, die ja vergangenes Wochenende war. Optic Gaming hat ja die UMG in Orlando gewonnen, sollte mittlerweile schon jeder mitbekommen haben. Zweiter wurde Stunner Gaming, ein Newcomer-Team mit zwei Spielern, die 15 Jahre alt erst sind, also wirkliche Talente, Newcomer-Talente. Einmal Hugh und einmal TJ Haley, wirklich sehr, sehr gute Spieler, beziehungsweise haben hier auf der UMG eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Dritter wurde Denial Esports und vierter Justice Pro. Und ich möchte euch ganz kurz was zeigen. Und zwar hat Stunner gegen Denial im Loser Bracket Final gespielt, um den Einzug ins Winner Bracket Final, beziehungsweise ins Grand Final, nicht ins Winner Bracket Final. Und es schien so bei Uplink, dass es unentschieden ausgehen wird, aber dann hat dieser TJ Haley noch ein richtig sickes Play gemacht, einfach schaut es euch einfach selber an. Seconds into the window, he might be able to toss it in, goes for the throw, and he connects! We're tied up 5-5 with 8 seconds remaining. I think, ladies and gentlemen, unless TJ Haley can put this in the next 4 seconds, he might get it! He's gonna go for the toss, and he got it! He gets it! Stunner will win! Stunner will win! Oh my god! Holy mother of card, ladies and gentlemen. I almost what a last second. Headset. TJ Haley comes up clutch for the third time in this. Ja, wie ihr sehen konntet, Denial macht 10 Sekunden vor Schluss den Ausgleich zum 5-5. Erscheint alles nach einer Verlängerung. Und dann macht der junge Kerl noch ein richtig krasses Play, macht noch das 6-5 hier bei Uplink und somit ist dann auch Stunner in das Grand Final gegen Optic eingezogen, wo sie dann jedoch 3-1 verloren haben. Und ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Event. Somit ist das erste Event des Jahres 2015 auch vorbei. Ich möchte noch einen Shootout geben an Deserto Germany. Kann ich nur empfehlen, auf Twitter zu folgen, natürlich auch auf Facebook. Die haben hauptsächlich auf Twitter aber eine richtig, richtig Hammer Coverage gemacht, haben das ganze Wochenende über auf Deutsch berichtet über die UMG in Orlando. War wirklich sehr, sehr gut gemacht. Meiner Meinung nach könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von der ganzen Geschichte haltet mit Deserto Germany und dass die hier Coverage auf Deutsch bringen. Vielleicht haben sie einige von euch verfolgt über Deserto Germany. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ansonsten zum letzten Thema heute. Ich habe ja bereits mal vor ein paar Tagen auf Facebook und auf Twitter über meine eigenen Kanäle geschrieben, was ihr davon halten würdet, wenn ich über meinen eigenen YouTube-Channel öfters mal Videos bringe, vielleicht auch mal Real-Life-Videos oder einfach mal Gaming-Videos, wo ich selber ein bisschen zocke und mit euch über ein paar Dinge rede und so weiter. Und die Resonanz war bisher eigentlich sehr, sehr positiv, deswegen würde ich auch
euch gerne noch fragen, was ihr davon haltet. Für die Leute, die es jetzt auf Facebook und Twitter nicht gelesen haben oder übersehen haben oder beziehungsweise mir auf den Kanälen nicht folgen. Was haltet ihr davon, wenn ich auf meinem eigenen YouTube-Channel, der übrigens hier ist, des Öfteren einfach mal ein Video bringe? Ich meine, das letzte Video ist hier, wie man sehen kann, 11 Monate her, das letzte Commentary von mir, und könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das finden würdet, wenn ich da einfach mal ab und zu wieder mal ein Video bringe, nicht regelmäßig, aber mal ein, zweimal in der Woche ein kleines Video hier raushau. Würde mich freuen, eure Meinung darüber zu hören. Ansonsten bedanke ich mich für's Zuschauen, würde mich über einen Daumen nach oben freuen, vielleicht auch über ein Abo, und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns die Tage. Bis dann, ciao, servus, euer Schocks.